willkommen zu einem Video von Drehmoment. Heute geht es um E-Tretroller. Ich werde die Anbieter in Hamburg ausprobieren. Seit Mitte Juni 2019 sind in etlichen deutschen Großstädten explosionsartig diese Geräte, diese Roller auf die Straße gekommen von Anbietern mit neuen Namen wie Jump und Bird und Hive und Cirque und Lime und Tier und Voi. So, und die vier letztgenannten haben Roller in Hamburg auf die Straße gestellt und die will ich mal ausprobieren. Ja, die Engländer und Amerikaner sagen Scooter dazu, dann würde man ja übersetzen im Deutschen Roller, aber Roller trifft nicht so ganz. Beim Roller denke ich an eine Vespa oder vielleicht an den elektrischen NIO, den ich in einem meiner letzten Videos vorgestellt habe. Darum etabliert sich für diese Geräte momentan der Begriff E-Tretroller. Bei Tretroller denkt man wahrscheinlich an ein Kinderspielzeug, aber der Begriff trifft es ganz gut, weil bei allen Anbietern muss man erstmal 2-3 Mal mit dem Fuß Schwung holen, bevor der Elektromotor einen unterstützt und dann fährt. In Deutschland nichts ohne neue Regeln und Verordnungen. Darum gibt es eine Verordnung über die Teilnahme von Elektro-Kleinstfahrzeugen am Straßenverkehr. So heißen offiziell diese Tretroller und sind definiert als Gefährte, die zwischen 6 und maximal 20 km/h schnell sind und maximal 55 Kilo wiegen. Und diese Kleinstfahrzeuge, Elektrokleinstfahrzeuge, dürfen nur auf Radwegen in geschlossenen Ortschaften benutzt werden. Sie müssen 2 Bremsen haben, sie müssen eine helltönende Glocke haben, so heißt es in der Verordnung, und eine Beleuchtung, also vorne ein Licht und hinten ein rotes Rücklicht. Und laut der Verordnung darf man E-Tretroller ab dem vollendeten 14. Lebensjahr fahren. Bei allen Anbietern in der App wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Die wollen sich da also etwas mehr absichern. Sie empfehlen einem alle ganz stark, einen Helm während der Fahrt zu tragen. Man sollte nüchtern und drogenfrei fahren. Nur eine Person sollte auf dem Trittbrett stehen. Und man darf, wie gesagt, nicht den Bürgersteig nutzen, sondern muss den Radweg nutzen. Und man darf den Roller nicht in Sperrzonen abstellen und zurückgeben. Also wenn man sich die Apps anguckt, sind große, weite Teile der Stadt rot markiert und dort kann man den Roller nicht zurückgeben. Und hier in Hamburg ist es so, dass natürlich gerade die attraktiven Gebiete, da wo man hinfahren möchte mit dem Roller, rot markiert sind. Also entlang der Mönckebergstraße, der Einkaufsstraße ist alles rot, rund um die Binnenalster, um die Außenalster ist es rot und auch entlang der Elbe, also Landungsbrücken und ähnliches, Hafen City, alles rot markiert. Also es ist klar, die Anbieter haben da von den Stadtvätern die Auflage gekriegt, wir möchten nicht so Situationen, wie es in den USA schon gegeben hat, zugemüllte Bürgersteige mit umgekippten, haufenweise abgelegten Rollern, die unser Stadtbild verschandeln. Das will man auf alle Fälle vermeiden. Ja, und man hat natürlich Angst vor steigenden Unfallzahlen. Es ist natürlich alles so ein bisschen schwierig. Ein neues Gefährt kommt auf die Straße, da muss man sich mal dran gewöhnen. Und leider gibt es auch schon sehr tragische Schlagzeilen. In Großbritannien ist die YouTuberin Emily Hartridge mit einem Elektroroller in London unterwegs gewesen und ist mit einem Laster, mit einem LKW kollidiert. Und das war so schlimm, dass sie ihren Verletzungen erlegen ist. Also sie ist das erste Todesopfer mit einem E-Tretroller, die in Großbritannien auch noch nicht zugelassen sind. Man kann da nur an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, aufeinander Rücksicht zu nehmen, zu sehen, zu gucken, da ist jetzt ein neues Gefährt unterwegs, neben Fahrrädern gibt es nur noch diese Tretroller. Und gerade hier in Hamburg ist es so, dass man die Radwege verlegt hat, weg von den Gehwegen, damit die Fußgänger in Ruhe gelassen werden, auf die Fahrbahn. Man hat ein Stück von der Fahrbahn genommen, abgetrennt, markiert als Radweg. Und da müssen sich jetzt alle erstmal dran gewöhnen, dass sie diesen zur Verfügung stehenden Platz sich teilen. Also dass da Radfahrer und auch Tretroller fahren und die Autos auch ein bisschen Rücksicht nehmen müssen, gerade beim Thema Abbiegen. Ja, also los geht's. App der Anbieter installieren und dann kann man sehen, wo der nächste freie Roller ist. Bei Lime kann man sogar einen Roller für 15 Minuten reservieren. Der Service kostet 20 Cent pro Minute. In der App sieht man auch den Ladezustand der Batterie und danach kann man sich natürlich dann auch einen Roller aussuchen. Man muss auch nicht jetzt einen bestimmten Roller nehmen, sondern aktiviert die Kamerafunktion in der App und scannt dann den QR-Code, der am Lenker angebracht ist. Es macht piep piep und der Roller aktiviert sich, ist freigeschaltet. Das Licht wird eingeschaltet, also man fährt auch tagsüber mit Licht. Kostentechnisch sind alle Anbieter sehr dicht beieinander. Es kostet 1 Euro für die Aktivierung des Rollers und dann werden Minutenpreise berechnet. Die liegen zwischen 15 und 20 Cent pro Minute. Ja, wenn man mal überlegt, 10 Minuten Roller fahren, in der Zeit kann ich bei 20 km/h Höchstgeschwindigkeit maximal 3 Kilometer schaffen und diese 10 Minuten werden dann mit 3 Euro berechnet. Das ist nicht unbedingt günstig und das würde mit dem Bus günstiger gehen. Also das günstigste Ticket in Hamburg kostet 1,70 Euro, der Nahbereich 2,30 Euro. Man würde wahrscheinlich mit dem Bus sogar weiterkommen.
Aber es geht ja hier nicht um das günstigste Verkehrsmittel, sondern um eins, das Spaß macht und man an der frischen Luft ist. Ich werde bei den einzelnen Anbietern dann auch jeweils nochmal Codes einblenden. Das sind Promocodes zum Start, womit man ein paar Freiminuten oder Freischaltungen bekommt. Die sind natürlich zeitlich und mengenmäßig begrenzt. Probiert es einmal aus, ob sie noch funktioniert. Und ich gucke jetzt mal, ob hier im Hamburger Schanzenviertel ein Roller für mich verfügbar ist. Ja, das sieht gut aus. Oh, gar kein Problem. Ich gehe mit gutem Vorbild voran, nehme meinen Fahrradhelm mit, werde heute mit Fahrradhelm fahren. Ja, das sind die Roller von Cirq. Der Anbieter sitzt in Berlin und vielleicht kennen einige von euch noch unter dem Namen Flash. Hier liegen die Kosten bei 1 Euro fürs Freischalten und 20 Cent pro Minute. Bezahlt wird mit einer hinterlegten Kreditkarte. Sehr praktisch finde ich die Becherhalterung für meinen Kaffeebecher und die Smartphone-Halterung. Also wenn jemand in der Stadt fremd ist und die Navi-Funktion im Smartphone nutzen will, kann er hier sein Smartphone einspannen. Die Batterie sollte für 30 bis 45 Kilometer halten. Interessant fand ich bei meiner Fahrt, dass obwohl es für mich ein Stück bergab ging, der Roller nicht schneller wurde. Also er limitiert wirklich bei der Top-Geschwindigkeit von 20 km/h. Das sind die Roller von Lime. Lime und Bird waren ja die ersten in den USA, die mit diesem Gefährt angefangen haben. Das Unternehmen aus San Francisco ist mittlerweile nicht nur in Nordamerika präsent, sondern auch in Australien und eben in Europa. Man kann Guthaben sich aufladen per Apple Pay oder kann halt nach Minuten mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Praktisch ist die Reservierungsfunktion. Der Roller wartet 15 Minuten auf mich und das kostet dann 20 Cent pro Minute. Und jedes Mal, wenn man bei dem Roller etwas macht, ertönt ein Ton. Also wenn man ihn freischaltet, wenn man pausiert, wenn man es wieder weiterfahren will oder wenn man ihn abgibt, jedes Mal ein Piep. Wenn man also irgendwie spätabends nachts in einer ruhigen Wohnstraße ist und leise nach Hause kommen will, das funktioniert nicht. Die Roller geben alle Töne von sich. Entscheidend wird natürlich sein, wie gut werden die Batterien über Nacht geladen. Und Lime setzt da auf die Community. Lime sucht sogenannte Juicer. Also Leute, die dann freiwillig Roller wieder aufstellen, die umgefallen sind, vielleicht umparken und Batterien aufladen. Der Anbieter wirbt damit, dass man mit diesen Aufgaben, mit diesen diversen Aufgaben, die man dann kriegt, bis zu 150 Euro pro Tag verdienen kann. Ich vermute mal, das ist ein sehr hochgegriffener Betrag, aber vielleicht ist das für jemanden, der Zeit und Lust hat, eine gute Möglichkeit, irgendwie noch ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Tier ist ein weiterer Anbieter, hat seinen Sitz in Berlin, ist mittlerweile in 19 Städten in 10 europäischen Ländern mit seinen Rollern vertreten. Die Kosten liegen hier bei 1 Euro und 19 Cent pro Minute. Bezahlt wird per Kreditkarte oder per PayPal. Vielleicht noch interessant zu erwähnen, der ehemalige Formel 1 Rennfahrer und jetzt Formel E-Investor Nico Rosberg ist auch bei Tier investiert und glaubt an diese Idee. Aus Schweden kommt der Anbieter Voi. Hier kostet die Freischaltung 1 Euro und dann 15 Cent pro Minute. Das ist der günstigste im Test. Und man kann nur mit Kreditkarte bezahlen. Der Anbieter hat die kleinsten Hartgummireifen im Test, was nicht unbedingt vorteilhaft ist. Was hier noch zu erwähnen ist, Voi verteilt seine Roller nicht nur in der Innenstadt von Hamburg, sondern auch in Außenbezirken, in den nordöstlich gelegenen Stadtteilen Berne und Poppenbüttel und arbeitet hier mit der Hochbahn zusammen. Und die Idee ist, Pendler die erste Meile überbrücken zu lassen. Also wenn sie die Wohnungstür hinter sich zumachen, einen E-Tretroller nehmen und dann zur U-Bahn-Station fahren und dann mit der Bahn in die Stadt und das Auto dafür stehen lassen.
Wir möchten hier, dass wirklich unsere E-Scooter bei Ihnen zu Hause im unmittelbaren Umfeld, das heißt in wenigen Metern bereitstehen. Und deshalb stellen wir sie bereit innerhalb der gesamten Geschäftsgebiete von Berne und von Poppenbüttel und können dies entweder am Morgen tun oder eben auch untertags hier an der Station, an der Park-and-Ride-Station, dass sie immer aufgeladen und auch gewartet sind. Und wir sehen eben in Echtzeit, wie ist der Akkuladestand, wo befinden sich die Scooter und können eben auch in Echtzeit reagieren, dass immer die Flotte fahrtüchtig und aufgeladen bereitsteht. Ja, wie fällt mein Fazit aus? Bisschen schwierig beim Fahren fand ich das Thema Richtungsanzeige. Also ich würde ja gerne den hinter mir fahrenden Radfahrern oder Rollerfahrern anzeigen, ich biege jetzt ab. Aber ich hatte da Probleme, die Hand vom Lenker zu nehmen. Vielleicht ist das eine Übungssache mit dem Gleichgewicht. Vielleicht habe ich das irgendwann raus. Aber ich war zu unsicher, da die Hand vom Lenker zu nehmen und das anzuzeigen. Ist natürlich ein Sicherheitsding und Blinker gibt es an diesen E-Tretrollern nicht. Bei den kleinen Rädern, das sind Vollgummireifen, also das Problem mit Platten wird man nicht haben, ist es natürlich schwierig, eine Bordsteinkante zu nehmen, Schlagloch zu nehmen oder Kopfsteinpflasterstraße. Und davon gibt es in Hamburg noch einige. Und ich muss sagen, also in meinem Test nach einigen Metern war da für mich Schluss. Kopfsteinpflaster geht mit den Dingern einfach gar nicht. Entscheidende Frage für den Durchbruch ist, wie gut kriegen die Anbieter das Thema Pflege und Wartung hin? Ich hatte einen Roller, der hat so ein schleifendes Geräusch beim Vorderrad gemacht, bin dann zur Seite gefahren, habe ihn abgestellt und wollte in der App den Schaden melden. Aber ich konnte wirklich nur eine Telefonnummer antippen. Aber ich wollte nicht in irgendeiner Hotline hängen und da irgendjemandem irgendwas erzählen, sondern einfach nur schnell schreiben, Vorderrad schleift, fertig, Meldung gesendet. Die Anbieter müssen ja irgendwie mitkriegen, wenn mit den Geräten irgendwas nicht stimmt. Und sie müssen irgendwie regeln, dass sie vielleicht nachts umgeparkt werden und über Nacht natürlich geladen werden. Und es entscheidet sich danach, wer das gut hinkriegt, weil man möchte ja nicht morgens dann zu einem Roller kommen und sehen, der hat auch noch 5%, dann nehme ich ihn einfach nicht. Also das wird noch ganz spannend zu sein, wie gut sie das in den Griff kriegen und auch dieses Müll- und Ablageproblem, wie Leute damit umgehen. Ich habe gelesen, die Durchschnittsnutzungsdauer bei den US-Anbietern in den USA liegt bei 30 Tagen. Dann ist so ein Roller durch. Also die Batterie ist noch wunderbar, die hält noch, die kann man noch nutzen, aber dann ist was am Lenker defekt oder das Display oder was auch immer und dann muss ausgetauscht werden. Da kann man wirklich nur hoffen, dass die Anbieter auch ein vernünftiges Recyclingkonzept haben. Ja, so ein Testresultat will ich eigentlich bei den vier nicht so richtig machen. Ich kann nur sagen, was mir am besten gefallen hat. Ich war die E-Tretroller von Lime, hinterließen bei mir den besten Eindruck. Sehr stabile, kompakt verbaute Fahrzeuge. Vielleicht liegt es daran, dass der US-Anbieter schon die meiste Erfahrung mit den Geräten hat. Das Display ist klasse. Ich sehe meine aktuelle Geschwindigkeit. Ich sehe die Restkapazität der Batterie. Und die Funktion, den Roller reservieren zu können, ist großartig. Aber ich muss auch sagen, E-Tretroller sind nun nichts, worauf die Welt gewartet hat. Es ist eine tolle Erweiterung der Mobilitätspalette, aber es löst natürlich nicht unser Problem in den Städten. Und da ist auch Elektromobilität nicht die Lösung an sich. Also es geht nicht darum, alles zu elektrifizieren und elektrisch zu fahren, sondern wir haben ja das Problem, dass zu viele Fahrzeuge auf zu wenig Raum unterwegs sind. Und da können vielleicht diese E-Tretroller ein kleiner Baustein sein. Da, wenn sich nämlich jemand in einem Vorort von Hamburg überlegt, Mensch, ich lasse mein Auto heute in der Garage, fahre mit dem E-Tretroller zur U-Bahn, mit der U-Bahn in die Stadt und vielleicht von der Bahnstation zum Büro oder nochmal mit dem E-Tretroller, ist ja schon was gewonnen. Weil je weniger Autos sich durch die Stadt bewegen, umso besser für uns alle. Ich hoffe, euch hat mein kleiner E-Tretroller-Test gefallen. Wie gesagt, ich appelliere an alle, die die Möglichkeit haben, probiert die Dinger mal aus, schreibt eure Erfahrung in die Kommentare. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch für dieses Video freuen. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert doch Drehmoment, dann verpasst ihr nichts zu Mobilität von morgen. Ich sage vielen Dank und tschüss.